Herzlich willkommen und grüß dich zu meinem Blog-Videobeitrag. Mein Name ist Vivian Posch von Mit Selbstwert zum Erfolg. Du hast mich vielleicht schon öfter über Paradigmen sprechen hören. Ich möchte heute auch dir zwei Paradigmen näher bringen, beziehungsweise dass du mal für dich schaust, ob das zwei Muster sind, mit denen du dir vielleicht im Weg stehst. Beginnen möchte ich mit einem Zitat, das mir immer wieder auch über den Weg läuft. Das ist von Earl Nightingale, der gesagt hat, in der heutigen Zeit ist Mut oder ist das Gegenteil von Mut nicht Feigheit, sondern Angepasstheit. Das heißt, die Leute passen sich einfach an und entwickeln sich nicht weiter. Und da knüpfe ich auch schon an mit einem Paradigma, wo du für dich schauen kannst, ob du dir da vielleicht selbst im Weg stehst. Und zwar geht es darum zu sagen, es passt alles so, wie es ist. Ich bin zufrieden mit allem so, wie es ist. Ist das etwas, was du vielleicht manchmal sagst oder denkst? Vielleicht denkst du, ja, was ist denn verkehrt, unter Anführungszeichen, dran? Also im Grunde ist es so, wenn du jetzt vergleichst mit einer Pflanze, wenn du einen Samen in die Erde gibst und man gießt diesen Samen, dann wächst der, dann möchte der sozusagen wachsen. Das liegt in der Natur dieses Samens oder in der Pflanze. Und genauso ist es in unserer DNA, dass wir wachsen wollen, dass wir uns ausdrücken wollen, dass wir mehr von uns zeigen wollen und ausdrücken wollen. Und wenn du sagst, na, es passt alles so, wie es ist, dann lässt du sozusagen diese Gesetzmäßigkeit außer Acht. Und du wirst wahrscheinlich nicht wirklich glücklich sein. Ja? Und wie du dieses Muster umdrehen kannst, ist, oder was mir auch geholfen hat, war das Verständnis, dass es einen Unterschied gibt zwischen glücklich sein und Zufriedenheit. Also du kannst glücklich sein, aber trotzdem unzufrieden. Weil Unzufriedenheit ist etwas, was dich antreibt, etwas mehr zu wollen oder weiterzugehen. Wir hätten heute keinen Strom wahrscheinlich und kein Internet und keine Flugzeuge, wenn wir zufrieden gewesen wären mit der Kerosinlampe oder vielleicht sogar mit der Kerze. Also Unzufriedenheit, also dieser Drang, mehr zu wollen, ist jetzt nichts Verkehrtes, sondern es ist eigentlich in unserer Natur, dass wir wachsen wollen. Und dem kannst du Raum geben. Du darfst dich sozusagen trauen, zu sagen, ja, ich kann glücklich sein, aber trotzdem unzufrieden, ich möchte mehr in meinem Leben. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du unersättlich bist. Also du brauchst keine Bestätigung oder von außen sozusagen die Erlaubnis, dass dir jemand sagt, ja, geh weiter. Und da bin ich auch schon beim zweiten Paradigma. Vielleicht kannst du dich da auch einordnen oder überlegen, ob das auf dich zutrifft. Viele fragen im Außen, ob sie etwas Bestimmtes machen sollen. Sie haben vielleicht ein Angebot oder sehen eine Möglichkeit und dann fragen sie den Nachbarn oder den Partner oder die Kinder oder die Partnerin, was denkst du darüber? Und man kann natürlich Meinungen einholen, aber wie du vielleicht dieses Paradigma umdrehen kannst, ist, dass du sagst, ich vertraue meiner Intuition. Du hast eine innere Stimme, die dir sagt, was für dich richtig ist. Und du weißt am besten, was für dich das Richtige ist, was für dich der nächste Schritt ist. Und was auch da dahinter sein kann, was ich für mich gemerkt habe, ist, dass man manchmal oder dass wir uns sehr oft auch von den Bedingungen dort halten lassen, wo wir jetzt gerade sind. Also, dass du zum Beispiel deine Ressourcen anschaust, deine finanziellen Ressourcen, deine zeitlichen Ressourcen oder dein Umfeld und sagst, ich kann etwas Bestimmtes nicht machen, weil ich habe jetzt nicht das Geld oder ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Unterstützung, mir fehlen einfach die Ressourcen. Und da kann dir eben auch dieses Vertrauen helfen, einerseits eben zu sagen, ich vertraue meiner Intuition, aber auch, es ist genug von allem da. Wenn du eine Entscheidung triffst, dass du den nächsten Schritt für dich machst, dann werden sich die Ressourcen auch zeigen. Und der Punkt ist, sie zeigen sich nicht früher und ja auch nicht später, sondern genau zu diesem Zeitpunkt, wenn du sie brauchst. Und da braucht es eben dieses Vertrauen zu sagen, ja, ich gehe den nächsten Schritt, auch wenn ich noch nicht die Ressourcen sehe. Und dadurch kannst du dieses Paradigma überwinden. Ansonsten lässt du dich immer davon abhalten, den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ja, es geht einfach gerade nicht, weil ich eben nicht
diese Ressourcen habe. Und da geht es darum, dass du dein Bewusstsein veränderst, also in dem Fall dein Wohlstandsbewusstsein erzeugst, dass du nicht im Mangeldenken bleibst, sondern dass du sagst, ja, es ist genug von allem da, es steht mir alles zur Verfügung. Und das ist der Unterschied eben zwischen Erfolgsmenschen, die denken in Möglichkeiten, in der Fülle, im Wohlstandsdenken und nicht in dem, was sie jetzt gerade haben oder im Mangeldenken. Und das kannst du dir auch selber aneignen. Und vielleicht kennst du diese Grafik, ich habe das heute ausgedruckt, speziell auch für das Video. Vielleicht kennst du das mit dieser Frau, ich weiß nicht, was du jetzt da drin siehst, je nachdem, welche Perspektive man hat, sieht man entweder eine alte Frau oder eine junge Lady. Und genauso ist es eben oft im Coaching, man braucht eben so, ich habe dieses Bild, glaube ich, zum ersten Mal, ich schätze, ich war so circa 12 gesehen und da musste ich von meinen Geschwistern so, brauchte ich so ein bisschen einen Anstoß, welche, damit ich auch die andere Frau sehe. Und im Coaching ist es das Gleiche, einfach auch sich vielleicht mal eine andere Perspektive zu holen. Und dazu lade ich dich ein. Ich habe jetzt wieder zwei Vorträge in Wien, einen am kommenden Donnerstag, am 20.10. und am 10. November, jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Forum EPU KMU. Melde dich einfach an, schau einfach für dich, wo du stehst, hol dir neue Inputs, damit du dir dieses Feedback für dich holst und sehen kannst, wo stehst du dir vielleicht noch selbst im Weg. Bei manchen Paradigmen, bei manchen Mustern muss man mehr in die Tiefe gehen. Da sieht man es vielleicht nicht so ganz gleich, da stehe ich mir selbst im Weg. Und mit Feedback oder mit Informationen, mit neuen Impulsen von außen kannst du einfach für dich besser sehen, okay, wo stehe ich mir noch im Weg und wo kann so ein nächster Schritt für mich sein, um weiterzukommen, um meine Ziele zu erreichen. Ich lade dich herzlich ein, schreib mir einfach eine E-Mail an info@mitselbstwert-zum-erfolg.at, melde dich zu einem Vortrag an oder wenn du, falls du nicht in Wien bist oder keine Zeit hast, kannst du natürlich auch gerne ein Coaching-Kennenlerngespräch bei mir buchen. So oder so, ich freue mich auf dich. Bis demnächst. Deine Vivian Posch.